Hallo Freunde auf unserer kleinen Farm. Heute kleiner Fortschritt. Wir setzen zurzeit die Schnurböcke, um dann quasi die Scheune nochmal richtig zu vermessen. Denn so wie man sieht jetzt hier, laut Schnur ist das alles nicht ganz so optimal. Jetzt ist hier schon drei Stück gesetzt. Ja, die Stäbe sind schief, muss es sein, damit der Bock in sich ein bisschen hält und dass der halt nicht so verrutscht. Dann machen wir hier noch eine Spratznei, eine Spreize. Hier wurde das auch noch verlängert, um dass wir dann die Schnur auch richtig auf die Ecke hüben wie drüben spannen kann, um dass man das dann schön einrichten kann. Schnurböcke deswegen, dass man hier in dem gesamten Feld sich noch frei bewegen kann und trotzdem die Schnur dann ordentlich abspannen kann. Sonst ist das immer so eng bemessen, zeige ich euch, wenn man sie direkt ransetzt an der Mauer bzw. an den Ecken, so wie hier, hast du halt keine großen Radien mehr zum sich frei bewegen, genau wie hier vorne. Deswegen spannt man es dann quasi über die Böcke direkt in Linie quasi ab. Hier haben wir noch was Schönes, ein kleines Sonnenblumenfeld mit Bienen. In diesem Sinne, bis später.